Derby wieder gewonnen, beziehungsweise wieder ungeschlagen gegen Borussia Fulda. Was war der Schlüssel? Der Schlüssel, ja. Ich denke mal, im Gegensatz zu den zwei Derbys in der Liga. Muss man irgendwo sagen, dass wir mittlerweile eine gewisse Lockerheit gefunden haben. Ich meine, für uns, irgendwo ist es ungewohnt, nach den drei erfolgreichen Jahren, dass wir dieses Jahr mehr oder weniger um die goldene Ananas gespielt haben. Aber gerade deswegen haben wir zum Schluss wirklich nochmal guten Fußball gespielt in Stadtallendorf. Am Anfang nicht so, aber die zweite Halbzeit war gut und darauf haben wir aufgebaut gegen Rot-Weiß Frankfurt. Und gegen Rot-Weiß Frankfurt war wirklich ein bärisch starkes Spiel von allen Leuten. Und man hat heute gesehen, ohne Patrick Scharf, ohne Alex Reit, ohne gewisse Schlüsselspieler, die Mannschaft war im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg und das macht uns zurzeit aus. Und das war, denke ich, auch im Endeffekt dann, ja, das Quäntchen, wo wir vielleicht besser waren als die Borussia. Wie viel Bedeutung hat ein Tor für dich? War ja ein sehr schönes, muss man dazu sagen. Ach, also Tor, ich werde ja dann Toren gemessen. Marco hat vorm Spiel zu mir gesagt, halt die 6. Ich meine, es war jetzt das vierte Spiel, glaube ich, auf der 6. Halt deine Position, spiel defensiv, versuch den Leon mehr oder weniger in Schach zu halten. Ich denke mal, beim Tor, gut, da war ich jetzt in dem Moment nicht dabei, aber ansonsten hat das soweit geklappt. Und das Tor war vielleicht irgendwo das i-Tüpfelchen, was uns auch die gewisse Sicherheit gegeben hat, ganz klar. Und der Marcel hat dann mit dem 2-0, ich denke mal, den Deckel drauf gemacht. Und Borussia war in der zweiten Halbzeit ein bisschen stärker, aber wir haben es gut gespielt, standen sehr gut und im Endeffekt auch verdient gewonnen, denke ich. Ja, was bedeutet so ein Hessen-Pokalsieg? Ich meine, ihr seid ja Routinegewinner mittlerweile. Ja, Routinegewinner. Ich denke mal, es war das erste Jahr, wo die Borussia dabei war. Und da muss man ganz klar sagen, das war bislang der beste Gegner, der auf uns getroffen ist. Und von daher, der Sieg bedeutet vielleicht dann doch noch mal mehr. Hin oder her, wer jetzt bei Borussia gefehlt hat, ob ein Thomas Brendel heute nicht da war. Bei uns waren auch ein paar nicht dabei, also das kannst du wirklich nicht so beurteilen. Aber trotzdem, Kreispokalsieg im Endeffekt heute verdient. Und ich denke mal, wir lassen es in Prag und vielleicht noch in Malle, lassen wir dann die Sau raus. Erklär uns mal, wie so das Personalpuzzle sich zusammengefunden hat vor dem Spiel. Ja, letztendlich, ich meine, die letzten zwei, drei Spiele schon auch wirklich, haben wir ja wirklich Personalprobleme ohne Ende, hat man ja auch schon vorher in den Hessenligaspielen mitbekommen. Wir haben jetzt gekämpft, dass wir wirklich, sagen wir jetzt mal, heute 13 Mann zusammenbekommen. Und da war dann schon der Tobi Wolf dabei, haben 4 oder 5 Mann von der Gruppenligamannschaft mit dabei gehabt. Und letztendlich kannst du dann gegen so eine Lehnertzer-Mannschaft nur schwer mithalten. Wir haben es deswegen auch etwas defensiver angehen lassen heute. Weil wenn wir vorne drauf gegangen wären, dann wären wir da ausgekontert worden. Ich denke, wir haben es super gemacht, aufgrund der Situation und dass wir so einfach nicht eingespielt sind. Hat mir schon Spaß gemacht, heute mit den Jungs hier zu stehen und jeder hat sich aufgeopfert und hat trotzdem Gas gegeben. Und da muss man auch wirklich nochmal ein Kompliment an die Mannschaft sagen. Ja, schade, dass nicht mehr rausgekommen ist, ja, aber ich denke, wir haben das, wie gesagt, gut gemacht. Und auch wenn man sieht, wie die Tore dann passiert sind, einmal ein Fernschuss und eine Standardsituation, haben wir es doch ordentlich gemacht heute. Ist man jetzt trotzdem sauer, dass es jetzt für den Hessen-Pokal nicht gereicht hat? Oder ihr wolltet ja eigentlich schon rein, ne? 8 Spiele bis Berlin hat der Trainer vorgegeben. Und jetzt hadert man da so ein bisschen? Oder nein, es war ja doch alles ein bisschen unglücklich, wie es ausgegeben geliefert hat. Also keine Frage, wir hätten natürlich gerne gewonnen. Wir wären auch gern weitergekommen, aber letzten Endes ist es halt jetzt so, wie es nun mal auch ist. Ich denke, wir können rückblickend auf eine richtig gute Saison zurückschauen. Und wie gesagt, wir haben die Saison gut gemeistert, finde ich, haben wirklich viele Punkte geholt. Jetzt heute haben wir auch eine ordentliche Leistung gezeigt. Also von daher sind wir da wirklich positiv gestimmt.